Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet aus Missouri. Ganz am Anfang sind wir da, beziehungsweise fast am Anfang, denn Texas ist ja noch drunter. Aber hier gibt es auch noch ein Turnier, was wir noch nicht gespielt haben und das ist ziemlich tricky sogar. Fängt man nicht viele Fische, manchmal auch sehr wenig, um ehrlich zu sein, aber ich hoffe mal, dass es heute vielleicht ein bisschen besser läuft, mal gucken. Denn es geht ums Carlech-Turnier. Wir gucken uns das mal an. Gespielt werden 30 Minuten. Angeln müssen wir auf Carlech, wie gesagt. Stringer, ich habe keinen Stringer dabei. Fuck. Okay, ich muss gleich nochmal zurück, aber es ist nicht ganz so schlimm, weil wir sind Missouri. Aber ihr seht, genau das passiert mir nämlich immer. Na gut, egal. Wir gucken uns erstmal das Turnier zu Ende an. Ja. Stringer müssen wir verwenden. Ansonsten ist die Ausrüstung vollkommen egal, ob wir da Posenfischen oder Spinnfischen verwenden, ist jedem selbst überlassen. Ich werde gleich mit der Pose fischen, das Setup sehen wir gleich noch. Und für jeden Fisch werden Punkte vergeben. Normaler Carlech gibt 1 Punkt, Carlech in Trophäengröße 3. Das ist das System. Und es werden nicht allzu viele Punkte geben. Ich reiß mal kurz zurück. Und beim ersten Turnier tatsächlich, als ich hier teilgenommen habe, hat keiner mehr als 2 Punkte gehabt. Das heißt, also jeder hat 2 Fische gefangen. Und das war einfach crazy. Ja, da bist du eine halbe Stunde hier am Angeln und du fängst 2 Fische. Da muss man echt ein bisschen rumprobieren, bis man irgendwie eine Taktik raus hat, die für einen selbst funktioniert. Meine werdet ihr gleich sehen. Ich muss mal kurz hier aufs Home-Menü und dann meinen Setzcatcher, nehme meinen Stringer. Wo ist er? Den wollen wir nehmen. Und dann nochmal hinreisen. So, also, wie gesagt. Beim ersten Mal hat hier jeder genau 2 Fische gefangen. Also manchmal vielleicht auch einen, das weiß ich nicht. Aber die ersten Platzierungen hat alle komplett 2 Fische. Und dann hat nur das Gewicht entschieden. War echt nicht leicht. Beim letzten Mal bin ich hier Zweiter geworden tatsächlich mit 8 Fischen. Beziehungsweise mit 8 Punkten. Ich hatte einen Trophäenfisch dabei. Mit dem muss man natürlich auch rechnen. Aber die sind wirklich selten. Ich glaube, die sind wirklich schwer zu fangen. Aber wir gucken jetzt erstmal das Setup an, was sich gerade ein bisschen verbuggt ist. Weil wir wieder 3 Routen übereinander gelegt sind. Aber hier sehen wir das, was ich benutzen werde. Die Irish Klammer 300, Lucky Shamrock 6500. Ihr könnt natürlich auch die Brutus-Routen nehmen. Ich habe jetzt die DLC-Routen, weil ich die dabei habe. Spielt keine Rolle. Fluro 03. Könnte auch höher gehen. Aber ich habe jetzt die dünnere genommen, weil die geht bis 5,5 Kilo und die Carlech werden eh nur so um die 5 Kilo schwer, also kriegen wir die raus. Wenn ihr natürlich das Problem habt, dass ihr Alligatorhechte als Beifang habt, dann wird's eng. Dann müsst ihr die Schnur cutten. Aber um das zu vermeiden, habe ich den Krebs als Köder. Denn, also ich hatte letztes Mal tatsächlich einen Alligatorhecht dran, muss ich sagen, den musste ich abschneiden, aber im Vergleich zu Schnittköder hält sich das echt in Grenzen, weil viele angeln auf den Carlech mit Schnittköder. Und wenn du dann an den Spot wirst, wo der Ali steht, weil da auch Carlech stehen durchaus, dann hast du halt durchaus das Problem, dass du da Beifang hast bezüglich die Alligatorhechte und die dann rausziehst. Genauso wie der auch auf Shiner gehen würde. Aber auch dann der Forellenbarsch als Beifang oder auch der Alligatorhecht. Deshalb habe ich für den Krebs entschieden, weil der ist eigentlich relativ selektiv auf Carlhecht und läuft auch ganz gut, zumindest war er beim letzten Mal tiefer 1,10, aber die ist nicht ganz so wichtig. Ihr könnt auch runtergehen auf 60 oder so, 70, 80. Ich komme auf den Spot an, an dem ich angle, also an den meisten Spots eigentlich mit 1,10, an einem angle ich mit 75 oder sowas, aber mit 70. Aber das sehen wir dann gleich im Verlauf dann tatsächlich. So, das war's im Groben und Ganzen. Das heißt, wir fangen hier an bei dem Spot und hoffen einfach mal, dass die Fische uns heute Holz sind. Ja, nicht wie beim Karpfen von letztem Mal. Wo wir auch nichts gefangen haben. Ah, guck mal, schon 3 Fische haben sie gefangen. Ich weiß gar nicht, wie das Turnier, wann das Turnier gestartet ist, ehrlich gesagt. Viertelstunde ist jetzt schon im Laufen. Na gut. Da kann man schon mal 3 haben. Und dann werfe ich hier immer so Richtung Ansatz dieses Schilfs da. So auf 23, 24, 25 Meter. Das hat natürlich gehüpft, aber sollte trotzdem noch passen. Warte mal, ich muss kurz meine Bremse, glaube ich, runterstellen. Ich glaube, die ist ein bisschen hart für die Schnur, weiß ich nicht, stelle ich erstmal so ein und guck dann gleich. Ja, aber jetzt müssen wir wirklich einfach abwarten und beten, dass was beißt. Wie gesagt, die Fische hier sind wirklich sehr, sehr scheu und rar gesät. Ja, ich kann nochmal. 16 Minuten läuft das Turnier tatsächlich schon. Und wie ihr seht, mit 2 Fischen ist man auch gut dabei. Auf dem 2. Platz nehme ich, wenn die Fische groß genug sind dementsprechend.
Jetzt natürlich zwei mit drei Fischen und bei uns zuppelt es auch zum ersten Mal. Oder war da keiner? Doch. Und der zieht doch ab. Perfekt. Perfekt. Da geht doch direkt gut los. Nach nicht mal 2 Minuten den ersten Karlhecht am Haken, sag ich mal. Weil hier als Beifang hatte ich noch nie was anderes als ein Karlhecht. Auf den Krebs. Also das schon mal ganz gut. So, was wir jetzt machen, ist nicht, dass wir hier weiter angeln. Weil das Bullshit. Ganz ehrlich, hat bei mir noch nie geklappt. Ich wechsle den Spot. Nach jedem Fisch, den ich hier fange, wechsle ich den Spot. Das ist das Geheimnis. Weil ich für mich rausgefunden habe, was wirkt. Keine Ahnung, ob es für euch wirkt, aber ihr könnt natürlich versuchen, den Spot weiter zu angeln. Ich fange da nichts mehr. Ich kriege da keine Bisse. Deshalb gehe ich dann immer hier hin. Werf dann hier vor das Schilf. Und hoffe, dass wir da auch wieder Glück haben. Und dann gehen wir halt die ganzen Spots nach und nach durch. Jedes Mal, wenn wir einen Fisch gefangen haben, wechseln wir das Ding. Und hoffen, dass es beim nächsten genauso gut läuft. Also werden wir jetzt hier uns die Spots nach und nach angucken. Ich werde darauf achten, dass ich alle Spots, die ich benutze, im Video habe. Das sind nur 4 Stück, also 2 haben wir jetzt schon mal gesehen. Und das ist so das große, ganze Geheimnis. Wie man vielleicht ein bisschen mehr Glück hat, als wenn man nur an einer Stelle stehen würde. Aber ich habe auch im Livestream gesehen, dass einer kontinuierlich an einer Stelle geangelt hat und hat auch die Fische rausgezogen. Also, keine Ahnung, vielleicht klappt das auch. Bei mir hat es halt nicht geklappt, wie gesagt. Ich habe es halt beim ersten Mal auch so versucht, habe ich dann die 2 Fische gefangen. Und 2 reicht halt am Ende definitiv nicht. Zumindest nicht, um zu gewinnen, weil so... Boah, was war das Höchste, was ich gesehen habe? 10? Ich glaube, 10 war das Höchste. Letztes Mal, als ich als Zweiter war, da hatte ich 8 und der Erste hatte, glaube ich, 10. Und dann gibt es auch durchaus Tage, wo du mit 8 halt gewinnst. Ob es höher schon mal gab als 10. Kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht jedes Mal hier mitgespielt habe. Aber das Turnier spiele ich eigentlich ganz gerne. Ist halt immer so eine Sache, ne? Mal fängst du hier was, mal fängst du hier nichts, aber... Aber zuppelt doch schon wieder bei uns, oder? Ich meine, es hätte gezuppelt. Ich habe gerade... Ja, auch der zieht ab. Perfekt. Guck mal, da haben wir schon... 2 nach kein 4... Also bis jetzt haben wir guten Schnitt, ehrlich gesagt. Nur mal 4 Minuten und wir haben schon 2 Stück an der Leine. Einzelner Haken noch. Hab ich, weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Ah, guck mal, der ist auch gar nicht mal so klein. 2,1 ist schon mal ganz ordentlich. Damit sind wir mal schon mal 23 da. Dafür, dass wir später angefangen haben, ganz gut. Dann gehen wir hier rüber und dann werfen wir Richtung Ali Spot. Und hoffen, dass wir da auch noch einen Karlhecht ziehen. Da kann es halt, wie gesagt, wirklich... Ich hatte beim letzten Mal halt einmal dann tatsächlich den Ali dran. Aber normalerweise gehen da auch Karlhechte durchaus noch drauf. Müssen wir mal gucken, was jetzt gleich passiert. Ja, 2 Stück nach 4 Minuten ist, ist ein guter Schnitt. Also den werden wir mit Sicherheit nicht bis zum Ende durchhalten, weil dann gleich die Flaute einsetzt. Ich weiß noch nicht, ob es vielleicht noch mehr Spots gibt, die man dann irgendwie testen könnte. Das sind jetzt die 4, die ich kenne, von denen wir 3 jetzt gesehen haben. Möglicherweise gibt es noch mehr. Ah, guck mal, da zuppelt es auch schon wieder. Wollen wir jetzt hier 3 direkt rausholen, dann wäre natürlich der Knüller. Zieh bitte ab. Na, das kann nicht wahr sein. Das ist bei meinem letzten Mal nämlich auch passiert. Der dritten verhaue ich immer. Ich weiß nicht warum. Ich weiß echt nicht warum. Den dritten versemmle ich jedes Mal. Ja, und da sind wir schon den ersten. Der hat auf jeden Fall einen Trophäenfisch gefangen. 6 Punkte, 4 Kilos Trophäenfisch. Den hat er abgeräumt. Das Ding ist, werfe ich jetzt hier nochmal hin oder wechsle ich den Spot? Ich werfe hier nochmal hin. Ich versuche es nochmal. Weil Aktivität war ja da. Normalerweise würde ich jetzt den Spot eigentlich wechseln, ehrlich gesagt. Aber ich versuche es nochmal. Ah, da hätten wir 3 Stück gehabt nach 5 Minuten. Das wäre richtig gut gewesen. Vielleicht hätte ich meine Schnur ein bisschen spannen sollen vorher, aber gut. Normalerweise geht der Anschlag auch so durch. Hab ja mit der Maus noch ein bisschen nachgeholfen. Hat aber leider nicht
gereicht, um den Biss verwerten zu können. Schade, schade. Ja, ist halt wirklich so, dass man hier so ein bisschen gegen den Strom wirft. Deshalb ist halt hier die Schnur ein bisschen anders gespannt als bei dem zweiten Spot zum Beispiel, wo man eher so ein bisschen Strom abwirft. Zumindest wenn man sich ein bisschen weiter oberhalb hinstellt. Man braucht ja auf jeden Fall eine Menge Geduld und vor allen Dingen natürlich dann Glück. Da jetzt der zweite zum Beispiel auch einen Trophäenfisch gefangen. Ich meine, wenn man Trophäenfisch fängt, dann ist man eigentlich relativ safe Top 10, sag ich mal. Weil man so, ja, so zwei, drei normale fängst du dann auch noch. So wie wir jetzt hier den dritten haben. Das läuft gut. Oder ist das ein Ali? Nee, für einen Ali macht er eigentlich zu wenig Dampf. Da müsst ihr unsere Bremse voll anspringen. Aber haben wir den noch gehakt bekommen, der da stand. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Das ist ganz ordentlich. Drei Stück haben wir. Damit könnten wir schon fast Top 10 landen. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, guck an. Siebter. Und dafür, dass wir hier wirklich viele Stunden später eingestiegen sind, ist das ganz ordentlich schon mal. Wo wir am Ende landen, muss man natürlich abwarten. Aber wir haben noch 23 Minuten Zeit. Jetzt müssen wir beten, dass wir keine Flaute bekommen. Und das wird gleich passieren. Aber ich stelle jetzt auch mal auf 70 cm. Und dann gehen wir zu dem Spot. Ja, jetzt gerade waren wir bei dem. Jetzt bei dem. Und jetzt gehen wir zu dem hier. Denn auch da gibt es einen Spot für Karlhechte. Stellen wir uns hier ganz links. Jetzt können wir hier erstmal ein Schilf werfen. Da gibt es die auch. Aber das ist bei mir nicht so erfolgreich. Deshalb werfe ich hier einfach vor den Baumstamm. So. Jetzt muss ich das nur genau treffen. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Steht ganz gut eigentlich. Und jetzt warten wir da ab. Das Ding bei dem Spot ist, da kommen die Karlhechte lustigerweise meistens über den Baumstamm gehüpft. Die kommen dann von da hinten, hüpfen über den Baumstamm und gehen dann an den Haken. Man sieht also quasi, wenn die sich dem Haken nähern. Hier habe ich auch letztes Mal den Trophy gezogen, an der Stelle. Also die ist auf jeden Fall, da, habt ihr gesehen, wie der Trophy da, wie der Karlhechte da aus dem Wasser gesprungen ist. Das ist ganz lustig hier, man sieht die hier tatsächlich einfach immer ankommen. Jetzt hoffen wir noch, dass da hätten wir vier Fische in der Zeit. Das wäre krass. Das wäre auf jeden Fall krass. Muss man nur beten, dass der anbeißt. Tuta. Geil. Geil und Milo. Ist das sogar ein Trophäenfisch? Auf jeden Fall beansprucht der ein bisschen die Bremse, aber der sieht ehrlich gesagt ein bisschen klein aus. Ne, ne, da ist niemals ein Trophäenfisch. Der hat nur so die Bremse beansprucht, aber jetzt sehen wir, ja? Leute. Ah, 2,1 erwartet wieder. Bisschen kleiner als der andere, aber vier Fische. Das heißt, von denen, die keine Trophäe gefangen haben, sind wir gut dabei. Ja, die anderen drei vor uns haben eine Trophäe. Einer hat sieben Fische. Und bei 2,7, ist 2,7 schon Trophäenfisch? Könnte sein. Bin mir nicht sicher. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnte sein, dass die ab 2,5 losgehen. Aber wir haben jetzt einen gefangen. Das Ding ist, wechsle ich diesen Spot oder nicht? Ich versuche es hier nochmal ein bisschen. Wie gesagt, normalerweise wechsle ich jedes Mal den Spot, aber im Moment läuft es irgendwie so gut. Deshalb versuche ich mal einen zweiten Wurf noch. Und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt wirklich ein bisschen bekommen. Oder eben nicht. Das wird mich jetzt nicht mal interessieren. Denn hier sieht man die Fische auf jeden Fall mal kommen. Ja, also wenn wir jetzt hier eine Minute nichts sehen, dann können wir eigentlich wechseln. Aber wenn ja gleich wieder einer über den Baumstamm jumpt. Wirklich, ja, gerade ist jetzt natürlich links vom Baumstamm gejumpt, aber normalerweise kommen die auch von hinten über den Baumstamm darüber gehopft. Und gehen dann eben an den Köder. Aber vier Stück in 10 Minuten. Auf jeden Fall ordentlich. Auf jeden Fall ordentlich und schon doppelt so viele wie beim ersten Turnier, wie gesagt, wo jeder einfach nur zwei Fische gefangen hat. Mittlerweile hat halt jeder irgendwie so ein Konzept für sich rausgefunden, was funktioniert und was nicht. Und das hier kann ich nur jedem echt empfehlen. Also für mich läuft das meistens sehr, sehr gut. Aber jetzt sehen wir ja, bis jetzt hier keine Action. Und ich könnte auf was wetten, dass das erstmal so bleibt. Es könnte auch sein, dass wir jetzt tatsächlich in die Flaute-Phase wieder kommen, wo wieder nichts geht. Sonst würden wir hier echt abräumen am Ende. Aber ich sag mal, ohne Trophäenfisch ist echt schwer, eine vordere Platzierung zu bekommen. Da müsste es halt wirklich so durchlaufen. Guck mal, wenn wir jetzt die vier hier
durchziehen würden, den Viererschnitt in den 10 Minuten, dann hätten wir am Ende 12 Fische. Das wäre natürlich schon sehr krass, aber hier geht nichts mehr. Dem traue ich nicht. Also, vielleicht wird hier immer wieder einer kommen, wenn man hier wirklich Geduld hätte, aber die Zeit haben wir halt nicht. Deshalb gehen wir jetzt wieder zum ersten Spot und versuchen es da weiter. Und wenn da nichts geht, gehen wir halt zum nächsten. Wir müssen jetzt wieder irgendwie die Karlechte finden, wo hier die Party abgeht. So, der war fast ein bisschen weit, aber lassen wir erstmal da. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut an der Stelle und dann sehen wir uns in den letzten Minuten nochmal wieder und gucken mal, ob wir dann noch einen gefangen haben oder wo wir dann stehen. Also bis gleich. So, die letzten 10 Minuten haben angebrochen, beziehungsweise 9 Minuten noch zu spielen. Also, ob man die Uhr gerade so gut sieht. Ja, ich habe noch ein paar Fische gefangen tatsächlich. 7 Stück haben wir. Kein Trophäenfisch, aber noch Sechster. Einen habe ich verhauen. Also ich hätte tatsächlich wieder den Viererschnitt geschafft, wenn ich den eigentlich verhauen hätte. In den zweiten 10 Minuten. Von daher haben wir noch alle Chancen. Uns fehlt nur ein Fisch bis nach oben. Und zwei bis zu Platz 1. Die meisten sind wahrscheinlich sogar schon fertig. Zumindest von denen, die vielleicht gerade oben dabei sind, wenn die schon 8 haben. Von daher können wir jetzt noch nachlegen. Wir müssen jetzt halt in den letzten Minuten ein bisschen was fangen, um da noch ranzukommen. Also zwei Fische in 8 Minuten sind auf jeden Fall noch möglich. Also da können wir durchaus was machen. Das ist natürlich schon echt krass, dass wir 7 fangen. Wenn man bedenkt, ich habe noch zwei verhauen. Im Anfang habe ich verhauen, den ihr gesehen habt. Und dann gerade offscreen noch einen verhauen. Also hätten wir schon theoretisch 9 haben können. Das ist auf jeden Fall mal echt eine sehr, sehr gute Ausbeute, muss ich sagen. Aber dafür, dass das beim Karpfen letztes Mal so schlecht lief, läuft jetzt heute dafür umso besser. Aber bei dem Spot hier läuft es leider heute so gar nicht gut. Hier habe ich den, ne, da habe ich den gerade nicht verhauen. Da hatte ich noch einen Fehlbiss, beziehungsweise der ist einfach, der hat gezupft und ist wieder weggeschwommen. Das war das Problem gerade. Also den hätten wir vielleicht auch noch verwerten können. Aber ansonsten, gerade habe ich noch mal bei dem Baumstamm da geangelt. Direkt am Ufer, da kam der Biss innerhalb, ich habe reingeworfen und dann 3 Sekunden später hatte ich einen Biss. Das war wirklich krass, da ist auch diesmal nichts gesprungen vom Fischen oder so. Der ist einfach eingeworfen, der hang direkt am Haken quasi. Als wenn ich den schon mit Fisch ins Wasser gesetzt hätte. Das war auf jeden Fall. Ja, guck mal, da zuppelt schon wieder einer. Müssen wir hoffen, dass das jetzt hier ein Karlicht ist und kein Ali, weil den brauchen wir jetzt gar nicht. Vor allem müssen wir erstmal hoffen, dass der überhaupt abzieht, damit wir wissen, was das ist. Wenn es ein Ali ist, dann schneide ich eiskalt die Schnur durch. Also den mit der Schnur hier zu drillen, das wird einfach die ganzen 8 Minuten kosten. Aber der ist wieder weg, oder? Ne, der ist noch da. Der ist noch da. Und der zieht ab. Aber der geht in eine Bremse. Also entweder ist das ein Trophäen-Karlhecht. Oder es ist ein Ali. Noch bekommen wir den dran. Von daher. Ja, das sieht mir aber stark nach Ali aus. Naja. So wie der da gerade gesprungen ist. Sieht mir das sehr, sehr stark nach Ali aus, aber solange ich ihn reinkriege, ist mir das egal. Aber wenn er jetzt gleich große Spirenzchen macht. Nämlich genau das, der schwimmt wieder weg. Komm, scheiß was drauf. Da habe ich keine Zeit für. Also der Spot ist dann manchmal tatsächlich ein bisschen Ali gefährdet, aber egal, wir rüsten uns neu aus. Ja, schnell wieder auf 70, weil ich dann wieder zu dem anderen Spot gehe. Aber ihr könnt auch mit 70 einfach durchangeln. Ich habe gerade hier mit 70 auch noch auf dem anderen Spot einen Kalleich gefangen. Kein Thema. Komm, ey. Gib uns noch hier ein paar. Wenigstens ein. Damit wir mit den Achtern mithalten können. Und ein bisschen mehr Preisgeld kassieren. So, schön von dem Baumstamm. Hat sich überworfen. Aber ist okay. Hoffen wir mal, dass wir da noch einen rausziehen. Wenn ich wechsle, mal gleich nochmal den Spot. Ein paar brauchen wir halt noch.
Aber vielleicht haben wir jetzt halt die Flaute in den letzten 10 Minuten. Man kann es halt nie so vorhersehen, wann es läuft und wann es nicht. Aber 7 ist auf jeden Fall schon mal ein ganz ordentliches Ergebnis. Und dafür, dass das Turnier schon so lange läuft, wir können ja am Ende mal gucken, wie viele da schon fertig sind und wie viele noch spielen müssen. Dann ist das auf jeden Fall erstmal eine gute Platzierung. Top 10 ist immer gut. Ob wir am Ende Top 10 bleiben, wird man natürlich dann sehen, aber 7 Einzelfische ist schon mal nicht schlecht. Wenn man jetzt natürlich noch einen Trophäenfisch dabei hätte, hätte man jetzt 2 mehr, dann wären wir auf jeden Fall schon mal Erster. Aber das ist wirklich mal Glück mit den Trophäenfischen. Und wir liegen im Moment auch auf jeden Fall schon vor welchen, die Trophäenfische gefangen haben. Ja, die unter mir, also eigentlich haben wir alle Trophäenfische gefangen. Wobei der eine weiß ich nicht, der dritte, wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher. Aber da zuppelt da schon wieder einer. Da zuppelt doch schon wieder einer, wenn er gleich noch abziehen würde, wäre das noch Traum. Na komm. Nimm ihn, tu mir den Gefallen. Ah, ist halt weg. Ich habe da so eine Bugwelle gesehen. Nee, der ist noch da. Und er zieht ab. So, aber ich glaube auch kein Trophäenfisch. Nee, nee. Oh, der ist ganz klein. Aber ist egal. Ist unsere Nummer 8. Damit sind wir oben dabei. Wenn wir jetzt noch einen fangen könnten. Einen einzigen. Dann haben wir zumindest die Führung. Und das ohne Trophäenfisch. Das ist krass. Das ist krass. Das heißt, ich wechsle den Spot. Gehe nochmal hier hin. Versuche nochmal hier an dem Baumstamm da hinten. Ob wir da vielleicht noch einen rausziehen könnten. Das wäre ein Träumchen. Na, mich ärgert das jetzt, ehrlich gesagt, dass ich die verhauen habe, die beiden da vorher. Das ärgert mich natürlich jetzt richtig. Weil jetzt wären sie wichtig. Dass wir keinen Trophäenfisch fangen, da kann man natürlich jetzt nichts machen. Ja, das ist halt wirklich Glück, aber da zuppelt einer. Da zuppelt einer, Leute. Ich habe noch 3 Minuten. Ist er noch da oder ist er weg? Ich weiß es nicht. Mir geht auf jeden Fall gerade die Pumpe. Ich will jetzt den Ei Fisch hier noch fangen. Er ist noch da, er ist noch da. Kurzer Test. Und der hängt. Der hängt, Leute. Das ist unser 9. Fisch. Den lasse ich nicht mehr gehen. Ja, wahrscheinlich verliert jetzt durch Bug oder so. Oder, boah, jetzt so ein Server-Crash wie letztes Mal wäre natürlich tödlich, ey. Boah, dann raste ich aus. Dann raste ich richtig aus. Ja, sehr schön. 9 Fische. Wir haben 9 fucking Fische. Nochmal 2,1, sogar unser größter. Und wir sind Erster. Wir sind im Moment Erster. Hier, die verlassen alle das Spiel, weil sie fertig sind. Juhu, ich versuche jetzt nochmal an derselben Stelle. Vielleicht haben wir Glück und ziehen da noch einen raus. Wobei, nee, ich wechsle jetzt wieder zum Baum. Ich wechsle jetzt wieder zum Baum. Ja? Könnt ihr mir jetzt sehen, was ihr wollt? Ich wechsle jetzt wieder. Mir scheißegal. Ziehen wir hier nochmal einen raus. Oh, die habe ich ja mega beworfen. Ja, das war natürlich Kacke. Da müssen wir nochmal schnell reinholen. Da müssen wir ein bisschen besser werfen, sonst wird das nix. So, der sollte sitzen. Sehr schön. Manchmal springt die Pose dann noch nach rechts. Das ist auch mal ein bisschen blöd, weil wenn die aufkommt, hat die manchmal so einen Tick, dass die irgendwie, was weiß ich, wohin springt. Aber gut, 1,5 Minuten haben wir noch Zeit. Hoffen wir einfach, dass wir jetzt irgendwie vielleicht noch einen 10. Fisch bekommen. Wie gesagt, 10 war bis jetzt das Höchste, was ich gesehen habe. Was nicht heißt, dass wir nicht geschlagen werden durch einen, der 11 fängt, aber 9 Einzelfische und 2 verkackt, also 11 Bisse eigentlich. Und dann noch einer, der davon geschwommen ist, wobei das war an der Ali-Stelle, vielleicht war es auch ein Ali, keine Ahnung. Aber wir hätten auf jeden Fall 11 haken können, wenn wir alle erwischt hätten. Und das ist eine gute Zahl. Das ist definitiv eine mega gute Zahl für das Turnier hier. Richtig gut. Aber hier scheint nichts zu gehen. Na gut, hier haben wir gerade auch erst einen gefangen, von daher. Möglicherweise hätten wir jetzt wirklich noch an den ersten Spot wieder gehen sollen. Und gucken, ob da was geht, weil ich da wirklich lange jetzt nicht war. Aber da kommt einer angeschwommen. Über den Baumstamm, hast du das gesehen?
Ah, gut, ob der jetzt noch in 3 Sekunden beißt, müssen wir mal gucken. Wenn wir Glück haben und der ist schnell, dann ja, wenn wir Pech haben, dann nicht. Ist er auch noch da? Ja, ist er noch. Komm, 15 Sekunden, jetzt nimm ihn. Nee, den kriegen wir nicht mehr raus, jetzt wenn er jetzt so anbeißt. Okay, wir werden jetzt noch fangen. Wahrscheinlich ist das der Trophäenfisch. Aber wir kriegen ihn leider nicht mehr raus. Die Zeit läuft ab. Beiß jetzt an, dann können wir dich wenigstens noch sehen. Und es wird dunkel. Aber wir sind noch Erster im Moment tatsächlich. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Alter, das ist echte Trophäenfisch. Leck mich am Arsch. Ah, das ist ärgerlich. Ja, das ist der Trophäenfisch. Das ist ärgerlich, ehrlich gesagt. Ah, scheiße, da hätten wir einfach mal 12 Punkte gehabt. Leute, da ist er. 4,2 Kilo. Ja gut, wir ärgern uns nicht. Also ich kann mich echt nicht beklagen. Ich habe 9 Fische gefangen. Bin aktuell Erster. Ob es noch weiter runter geht, keine Ahnung. Ist natürlich wirklich ärgerlich, dass man dann auf der letzten Sekunde dann den Biss vom Trophäenfisch bekommt und den nicht mehr verwerten kann. Beziehungsweise, weil der Biss, glaube ich, danach, aber der ist ja da 30 Sekunden vor Ende noch über den Baumstamm gesprungen und Richtung Köder gekommen. Egal, wollen wir uns nicht beschweren. 10 Fische gefangen, beziehungsweise 9 im Turnier. 11 verkackt für das Kalle-Turnier. Echt ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, ja, aber das habe ich gut gemacht. Das muss ich sagen. Wir können uns aber mal ganz schnell angucken, wie viele davon tatsächlich schon fertig sind. Also 33 noch nicht fertig. Okay, 245 haben sich angemeldet. Ein paar, ich weiß nicht mal, woher die Zahlendifferenzen hier kommen. Weil jetzt hier nur 156 zusammenkommen, aber in den Kanal 254, keine Ahnung. 245. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber die meisten hier werden schon fertig sein von den Top 10, sage ich mal. Kann natürlich sein, dass es einer von denen hier noch den Trophäenfisch fängt. Also 9 Punkte sind auf jeden Fall schlagbar. Wie gesagt, beim letzten Mal 10, aber es ist schon eine Hausnummer. Ist eine Hausnummer. Ich bin gespannt, wo ich am Ende landen werde. Vielleicht werde ich sie jetzt hier einblenden, so pling oder so, ja. Wenn ich es nicht vergesse, vergesse ich sowieso, also macht euch keine Hoffnung. Aber mal sehen, vielleicht denke ich dran, weil ich diesmal hier Erster geworden bin. Keine Ahnung, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, das ist soweit meine Taktik, also seht, hat diesmal geklappt und bei den letzten Malen auch, von daher mache ich mir jetzt wahrscheinlich hier ernsthafte Konkurrenz mit euch. Aber mir egal, ob ich hier gewinne oder nicht, aber Hauptsache, es macht Spaß und das Turnier macht mir definitiv Spaß und euch hoffentlich jetzt auch, weil manche sind hier echt verzweifelt, gerade am Anfang. Aber jetzt hoffentlich ist das Ganze ein bisschen klarer geworden, wie man hier gut abschneiden kann. Also ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gern über eine positive Bewertung freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Petri Hall, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.